Hallo meine Lieben, es ist wieder Zeit für ein neues Video und zwar geht es heute um ein Thema, welches mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich intuitives Essen. Immer wieder erreichen mich viele Fragen von euch dazu und deswegen habe ich bei Instagram mal aufgerufen, dazu mir mal alle möglichen Fragen dazu zu stellen, damit ich die hier gesammelt in einem Video mal, soweit es geht, beantworten kann. Intuitives Essen hat mir die Möglichkeit gegeben, endlich diesen Diät-Fressattacken-Zirkel zu durchbrechen. Und ich werde auch noch drei Bücher vorstellen bzw. kurz erwähnen, die mir sehr geholfen haben auf dem Weg ins intuitive Essen, die ich euch auch nur ans Herz legen kann. Eine sehr häufig gestellte Frage war auf jeden Fall, was passiert, wenn ich mir alles erlaube, dann werde ich doch ganz bestimmt nur noch Junkfood essen. Und ich kann euch beruhigen, das ist ganz normal, wenn man sich jahrelang etwas verboten hat und da sehr restriktiv unterwegs war und Sachen wie Brot oder sonst irgendwas gemieden hat, dass man natürlich dann, wenn das erlaubt ist, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr davon isst. Aber irgendwann wird auch das seinen Reiz verlieren. Es gibt auch Studien, die genau das gezeigt haben, wenn zum Beispiel Kindern bei einem Experiment dann Obst verboten worden ist, haben sie danach umso mehr Obst gegessen. Genauso mit dem typischen Thema wie, denk nicht an einen rosanen Elefanten. Jeder wird an einen rosanen Elefanten denken. Und genau deswegen ist es menschlich, dass man natürlich, wenn man sich etwas sehr lange verboten hat und es sich dann erlaubt, dass man dann darauf natürlich Lust hat. Und das ist auch total in Ordnung, das dann auch wieder zu essen. Aber ihr werdet merken, ihr könnt das ja jetzt dauerhaft essen und irgendwann verliert das dann eben auch den Reiz. Denn ihr könnt es ja jeden Tag essen. Es ist kein verbotenes Lebensmittel mehr. Es ist kein ungesundes Lebensmittel mehr, weil diese Kategorien gibt es ja gar nicht mehr. Oder ihr werdet zumindest daran arbeiten, dass es die Kategorien immer weniger und weniger gibt und dass es mehr darum geht, wie ihr euch fühlt mit dem Essen. Denn das ist das Grundding von intuitivem Essen. Intuitives Essen ist nicht die, ich esse nur, wenn ich hungrig bin, Diät. Und es ist auch nicht die, aufzuessen, wenn ich satt bin, Diät. Sondern es ist einfach was, was ihr euer Leben lang machen könnt, wie ihr eure Traumfigur bekommen könnt, wie ihr eure Traumfigur problemlos halten könnt und wie ihr Sachen wie emotionales Essen oder auch Langeweile essen oder auch Fressattacken endlich den Kampf ansagen könnt und loswerden könnt. Zum Thema, wie führe ich verbotene Lebensmittel oder früher verbotene Lebensmittel überhaupt wieder ein? Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Ich mag das Buch von Josie Spinardi da auch sehr. Ich werde es euch einfach einblenden und ihr findet alle Bücher auch unten in der Infobox. Denn sie hat wirklich am Anfang des Buches verschiedene Ängste thematisiert, auch viele davon, die ihr auch als Fragen gestellt habt und gibt dann eben Antworten darauf. Genau auf sowas wie, wie führe ich so verbotene Lebensmittel wieder ein? Werde ich zunehmen, wenn ich dann auf einmal intuitiv esse? Und deswegen kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Es war wirklich eines meiner Lieblingsbücher zum Thema intuitives Essen. So, und jetzt kommen wir dazu, wie führe ich denn überhaupt verbotene Lebensmittel wieder ein? Das ist natürlich super individuell, aber ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir tatsächlich extra meine Triggeressen gekauft. Es gibt so zwei Sachen, da wusste ich, wenn ich die daheim habe, da habe ich immer alles in einem Go gegessen oder zumindest an einem Abend. Und das hört sich jetzt verrückt an, aber dazu zählt Butterkäse und Milchbrötchen. Und deswegen habe ich mir, als ich gesagt habe, ich bin satt, nicht mehr in der Lage zu sein, was in Maßen zu essen, habe ich mir genau diese zwei Sachen gekauft und habe dann gesagt, sobald ich Hunger bekomme, wirklich Hunger, also wirklich dieses Gefühl Hunger, dann esse ich halt das. Und da, wenn ich Lust drauf habe, natürlich auch nur. Und natürlich hatte ich am Anfang Lust darauf, denn es war ja jahrelang verboten oder es ist nur während Fressattacken dann gegessen worden. Und dann habe ich mich auch mal zwei Tage nur von Milchbrötchen und Butterkäsebrötchen ernährt. Aber dann habe ich gemerkt, so langsam, und es dauert bei dem einen halt länger, bei dem anderen kürzer, dass ich das ja gar nicht essen muss. Ich kann das ja morgen wieder essen. Ich kann das ja übermorgen essen. Ich kann das mein ganzes Leben lang jeden Tag essen, wenn ich Lust habe. Und deswegen esse ich ja eigentlich auch seit dem Tag oder seit der Zeit jeden Tag Butterkäse, weil es ist ja nichts mehr Verbotenes. Ich muss nicht die ganze Packung auf einmal essen, weil ich es morgen nicht mehr essen darf. Und das ist halt genau das Tolle am intuitiven Essen. Und ich finde, das ist auch die einzige Möglichkeit, so ein bisschen aus diesem Diät-Fresszirkel rauszukommen, weil man macht keine Diät mehr. Man isst in Maßen alles, auf was man Lust hat. Und man wird natürlich trotzdem mal zu viel essen. Das ist auch was, was ich auch sagen möchte. Das ist ja, wie gesagt, keine Diät, nichts mit einem bestimmten Zeitraum. Das ist einfach was, was ihr in euer Leben integriert. Und es wird vorkommen, dass ihr dann mal mehr esst und dass ihr mehr esst als und ihr seid schon satt. Und es wird auch vorkommen, dass ihr esst, obwohl ihr keinen Hunger habt. Das ist aber gar kein Thema und das ist absolut nicht schlimm. Denn es wird im Verhältnis natürlich viel, viel seltener vorkommen, als wenn ihr jedem emotionalen Hunger nachgebt oder durchs Kalorienzählen vielleicht viel mehr esst, als ihr eigentlich essen müsstet. Oder eben durch dieses restriktive Essen halt Fressattacken habt. Und bei anderen hilft es zum Beispiel, die Lebensmittel
Lebensmittel einzuführen in einer kontrollierteren Umgebung, indem sie zum Beispiel sagen, okay, ich bestelle mir jetzt im Restaurant einfach mal was, was ich sonst nicht essen würde. Oh, der Postmann klingelt gerade. Indem man dann einfach sagt, okay, wenn ich im Restaurant bin, dann bestelle ich mir jetzt mal einfach was, was für mich früher Triggeressen war. Das kann ja alles Mögliche sein, das ist ja ganz individuell. Und habe dann halt eine kontrollierte oder ein bisschen öffentlichere Umgebung. Da habe ich mehr Kontrolle, dass es eben nicht ausartet, wenn ihr euch nicht zutraut, euch euer Triggerfood nach Hause zu holen. Sagt, das ist alles euch überlassen, wie ihr das Tempo definiert und da könnt ihr auch einfach mal ausprobieren. Für andere klappt es wiederum gut, wenn sie einfach all in gehen und sich alles kaufen, was sie jetzt die letzten Jahre nicht essen durften und dann auch einfach das die ganze Zeit essen. Und wie gesagt, ihr werdet merken, irgendwann, ihr habt irgendwann da keine Lust mehr drauf. Also ich muss sagen, ich werde immer jemand sein, der gerne Süßigkeiten isst. So bin ich einfach. Ich mag Schokolade, ich mag Süßigkeiten und es wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Aber ich esse das halt einfach, wenn ich Hunger drauf habe oder eben sehr, sehr große Lust. Und ja, es hat aber nicht mehr diesen Reiz wie früher im Sinne von, oh mein Gott, ich muss jetzt heute so viel Schokolade wie möglich in mich reinstopfen, weil morgen kriege ich es ja nicht mehr. Und da ist, finde ich, auch intuitives Essen das Einzige, was mir wirklich geholfen hat. Denn ich habe ja auch Kalorien gezählt und da darf man ja eigentlich auch, wie heißt das bei If It Fits Your Macros, darf man ja auch eigentlich alles essen. Aber für mich war das trotzdem viel zu restriktiv, weil ich ja nur eine bestimmte Anzahl an Kalorien essen durfte. Und das war für mich auch, also sobald es damit Regeln anfängt, deswegen sage ich auch ganz bewusst, intuitives Essen ist keine, ich esse nur, wenn ich hungrig bin, Diät, sondern intuitives Essen ist einfach was, was euer Leben verändern wird, was euch Lebensqualität geben wird und was auch das Essen ein bisschen an zweiter Stelle rücken wird. Euer Leben wird sich nicht mehr um Essen drehen und das ist was ganz Wunderbares, finde ich, denn das Leben hat so viel mehr zu bieten, als sich über Kalorien Gedanken zu machen oder wie viel Kohlenhydrate ihr schon gegessen habt und trotzdem kann man, wie gesagt, abnehmen und eben seine Figur halten, das seht ihr ja an mir. Ich bin ja das beste Beispiel und ich habe alle möglichen Crash-Diäten, alle möglichen Sachen ausprobiert. Und was ich auch noch zu den verbotenen Lebensmitteln wichtig finde, wenn man sich eben, sagen wir mal, dann isst man halt morgens mal ein Nutella-Brötchen und dann merkt man, okay, ich bin jetzt eigentlich schon so satt oder ich habe das Gefühl, ich bin satt, aber ich hätte noch mega Lust, jetzt noch zwei weitere Nutella-Brötchen zu essen. Ich sag mir dann immer, okay, dann packe ich die einfach ein und so mache ich es auch beim Mittag, Abendessen oder Snack oder sonst was. Und wenn ich dann wieder Hunger habe, also dieses Gefühl Hunger wirklich im Bauch, dann esse ich es einfach. Wisst ihr, also es geht ja gar nicht darum, dass man es dann nicht mehr essen darf oder erst morgen oder erst übermorgen, sondern wenn ihr dann wieder Hunger habt und ihr habt dann darauf Hunger, dann könnt ihr es ja wieder essen. Also es ist ja gar kein Problem. Und warum solltet ihr auch noch essen, wenn ihr keinen Hunger habt? Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ich finde das eigentlich eine ganz interessante Frage, sich mal zu überlegen, okay, warum soll ich überhaupt essen, wenn ich gar keinen Hunger habe? Also allein biologisch gesehen. Und das frage ich mich dann auch ganz oft, wenn ich dann merke, emotionales Essen bahnt sich an oder Langeweile essen, denke ich so, warum soll ich jetzt eigentlich essen? Das macht doch gar keinen Sinn, dann mache ich doch viel lieber was anderes. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Überleitung zum Thema emotionales Essen. Denn da ist für mich das A und O erstmal Ablenkung und schon vorher einen Plan zu haben. Wenn ihr sehr unter emotionalem Essen leidet, dann kann ich euch nur empfehlen, einfach vorher mal, und das auch wirklich schriftlich zu machen, das kann ja auch hier ins Handy sein oder so, einfach mal aufzuschreiben, was ihr nächstes Mal machen werdet, wenn das emotionale Essengefühl kommt. Weil das Problem ist, wenn man es erst währenddessen macht, da ist man dann meistens schon so arg in der Trance oder so frustriert, dass es dann schwierig wird, eben dem leichten Lösung Essen halt abzusagen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man das gerade in dem Moment macht, in dem man halt ruhig ist und das eben nicht gerade relevant ist, indem ihr euch einfach mal aufschreibt, nächstes Mal, wenn das passiert, dann werde ich meine Eltern anrufen, dann werde ich meditieren 2 Minuten, ich werde mir auch schon eine App fürs Meditieren runtergeladen, ich werde ein Buch lesen, ich werde eine Freundin anrufen, dass ihr wirklich schon so einen Plan habt, was ihr in so Momenten machen könnt und euch dann natürlich auch meiner Meinung nach einfach sagen, so, hey, warum soll ich das jetzt essen? Das ist so unnötig. Es wird mein Problem ja auch nicht lösen. Das ist ja auch mal sowas. Das Essen löst ja nicht das Problem. Im ersten Semester habe ich das nämlich auch ganz oft gemacht. Ich weiß noch bei Statistik, wo ich dann irgendwie ein bisschen verzweifelt war, habe ich dann zum Essen gegriffen, was so unnötig war. Denn ganz ehrlich, ich hätte mich lieber mit Statistik befassen sollen. Das hätte mein Problem oder meine Probleme deutlich besser gelöst. Und deswegen, finde ich, sollte man doch einfach die Herangehensweise so ein bisschen ändern. Und auch zum Langeweile-Essen, das ist für mich so ähnlich. Nämlich ist es einfach ja auch eine Gewohnheit teilweise. Und eine Gewohnheit, die muss man halt einfach natürlich auch abbauen, indem man es nach und nach immer wieder sagt, nee, ich esse jetzt nicht aus Langeweile, das ist total unnötig. Und das geht natürlich auch nur, wenn man präsent ist. Ich finde, das ist eh so ein Thema, dieses Thema Achtsamkeit, auf sich selbst achten. Und das hilft ungemein dabei, auch auf seinen Körper zu hören, auch zu merken, wann man wirklich hungrig ist, wann man einfach nur aus Lust und Laune isst, wann man aus emotionalen Gründen isst. Und deswegen auch gerade bei Langeweile essen, seid da einfach präsent. Wenn ihr mit eurer Familie vorm Fernseher sitzt und Chips isst oder Popcorn und so,
so. Und ich sage euch, es ist auch kein Problem, wenn ihr das macht. Also, aber gerade wenn ihr an den Anfängen von intuitivem Essen seid, hilft es natürlich, das einfach mal auch so wirklich umzusetzen und nur zu essen, wenn ihr dann wirklich euer Hungergefühl habt. Ich esse trotzdem natürlich abends Popcorn vorm Fernsehen oder so. Also wie gesagt, es ist ja irgendwann auch, geht das halt in euer Leben über und ihr findet so euren Weg, wie ihr dann auch eure Figur problemlos haltet. Und für mich gehört dazu, dann auch mal Popcorn zu essen, auch wenn ich gerade keinen Hunger habe. Aber ich rede jetzt vor allem davon, wie man das eben etabliert. Und dafür ist es am Anfang wirklich wichtig, sich einfach auch ein bisschen dran zu halten, soweit es eben geht, solange es euch gut damit geht. Wie gesagt, das kann nicht nur so gehen, das wird vielleicht auch mal so gehen. Ihr werdet vielleicht auch mal einen Rückfall haben, eine Fressattacke. Auch ich hatte das auf jeden Fall. Und trotzdem bin ich jetzt heute nach 2 Jahren an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wann meine letzte Fressattacke war. Ich esse jeden Tag, was ich möchte. Ich esse Schokolade, ich esse alles Mögliche. Ich habe kein Bedürfnis mehr, mich voll zu essen. Und trotzdem habe ich die schmalste Taille und das niedrigste Gewicht, was ich je hatte, seit ich Kalorien gezählt habe oder so. Und deswegen, ja, ist das für mich echt ein Traum, dass ich das in meinem Leben jetzt habe, das intuitive Essen, und da wieder zurückgekommen bin. Denn ich denke, viele haben das ja wahrscheinlich auch schon gemacht, bevor sie halt Kalorien gezählt haben oder so. Und haben halt leider verlernt, darauf zu hören. Auch ich, mir ging es ja genauso. Und zum Thema Langeweile essen, was ich da auch immer ganz hilfreich finde, und das wende ich auch an, wenn ich merke, ich möchte Kalorien zählen, denn auch das ist häufig eine Frage gewesen. Ich sage mir dann wirklich im Kopf Stopp. Wenn ich merke, und ich merke, und auch selbst nach 2 Jahren will mein Kopf manchmal noch die Kalorien überschlagen, dann sage ich mir aber selbst Stopp. Wirklich Stopp zu mir selbst. Ich zähle jetzt keine Kalorien, ich höre jetzt direkt auf. Auch wenn ich schon vielleicht 2 Gerichte zusammen addiert habe, sage ich so Stopp, nee, ich will nicht das Endergebnis hören oder ausüberlegen, was ich noch essen kann. Nee, ich probiere dann wirklich, mich zu stoppen. Da kann man sich auch ein Stoppschild wirklich im Kopf vorstellen und probiere dann bewusst meine Gedanken auf irgendwas anderes zu lenken. Irgendwas, egal was es ist. Einfach was, was mich ablenkt. Ich hatte hier auch die Frage zu unüberwindbarer Lust auf Süßes nur am Abend. Tatsächlich hatte ich das früher auch, bevor ich intuitiv gegessen habe, und das war echt krass. Ich habe den ganzen Tag gut für meine damaligen Regeln im Kopf halt gegessen und abends dachte ich so, ey, ich kann für 5 Dörfer essen. Das ist so Wahnsinn. Und seit ich aber intuitiv esse, habe ich das nicht mehr. Das ist echt Wahnsinn, was das ausgelöst hat. Ich habe das nicht mehr. Ich habe es erst gemerkt, als ich dann die Frage gelesen habe, dachte ich so, krass, stimmt, das, so ging es mir ja auch mal. Und jetzt nicht mehr. Also deswegen kann ich auch da sagen, genauso wie für den Diätfresszirkel, dass intuitives Essen da die Lösung ist, das zu unterbrechen. Und natürlich kommen wir jetzt auch noch zu der wichtigen Frage, wie fühlt sich Hunger überhaupt an? Also das ist auch sehr, sehr individuell, kann ich nur sagen. In dem Buch Intuitive Eating, das ist so eine Grundliteratur, wird das auch sehr gut auch aufgelistet mit verschiedenen Punkten. Und für mich fühlt es sich zum Beispiel so ein bisschen wie eine Leere im Magen an. Und ja, manchmal auch so ein bisschen so ein Krummeln, so eine Leere vor allem. So ein bisschen, ja, leer fühlt sich einfach der Magen an. Und das ist dann für mich so das Zeichen, dass ich so langsam mal mir was zu essen machen kann. Und ich probiere auch, dass ich es nicht jetzt bis zum Äußersten abwarte, dass ich dann irgendwie total mega hungrig bin. Klar, manchmal kann man es nicht vermeiden, wenn man beschäftigt ist. Und dann ist es halt einfach so. Aber so prinzipiell gucke ich, wenn ich so merke, okay, ich habe Hunger und ich bin auch ein bisschen ein Gewohnheitshunger habe. Ich habe schon zu ähnlichen Uhrzeiten Hunger, muss ich sagen. Und dann esse ich dann eben auch was. Zum Sättigungsthema, das finde ich selbst auch noch ein bisschen schwierig, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich mache es häufig so, dass ich mir bewusst ein bisschen einen Rest lasse auf meinem Teller. Beim Frühstück tatsächlich nie, da esse ich immer alles auf, aber beim Mittag- und Abendessen oder bei Snacks mache ich das schon. Und dann denke ich mir, okay, ich lasse mir das einfach so ein bisschen übrig, weil das Sättigungsgefühl tritt ja eh häufig erst nach 30 Minuten ein. Und wenn ich dann merke, ich habe jetzt nochmal Hunger, wirklich physikalischen Hunger, dann esse ich das einfach noch. Und wenn nicht, esse ich es halt am nächsten Tag. Also das habe ich so ein bisschen für mich gemerkt, dass das ganz gut klappt, um zu testen, wie satt ich schon bin. Oder halt einfach so ein Völlegefühl, so ein leichtes Völlegefühl, weil zu arg will man ja auch nicht. Man will sich ja vital fühlen. Und das ist so ein bisschen auch was, das beim intuitiven Essen, ihr werdet irgendwann automatisch auch ausgewogen essen wollen. Vielleicht am Anfang werdet ihr euch, wie gesagt, zu diesen verbotenen Sachen hingezogen fühlen und viel davon essen, aber irgendwann wollt ihr halt einfach euch natürlich fit fühlen, und nach 5 Pizzen am Tag fühlt man sich halt nicht so gut, wie wenn man einfach ganz ausgewogen ist. Ich esse viel Kartoffeln, Gemüse, ihr seht ja immer meine Vlogs, ich probiere neue Rezepte auch viel aus, weil ich auch beim intuitiven Essen gemerkt habe, dass ich einfach nur noch essen will, was ich wirklich mag. Ich habe einfach keine Lust, irgendwelche Diätessen oder Diätrezepte zu essen. Ich will einfach nur essen, was ich wirklich, wirklich mag, was mich gut satt macht. Und das ist nämlich auch der Punkt, weil Schokocroissants 10 Stück am Tag machen halt nicht wirklich satt. Da kommt der Hunger halt schnell wieder. Und ihr werdet immer mehr dahin tendieren,
da eben euren Weg zu finden, eure Rezepte auch zu finden und was für euch funktioniert. Und ich bin auch ein richtiger, im Englischen sagt man Picky Eater geworden, seit ich intuitiv esse. Und das war ich früher nämlich auch schon, vor dem ganzen Diäten und Kalorienzählen. Und jetzt bin ich da auch wieder so hin, dass ich halt einfach nur essen will, was ich wirklich mag. Und dass ich das halt auch viele Sachen ausschließe, auf die ich halt einfach keine Lust habe. Und genau, so habe ich noch ein paar Fragen. Ich hatte noch die Frage, ich esse aus Gelüsten meistens noch ein Brötchen mehr, als ich eigentlich muss. Das ist ja ein bisschen wieder das Thema, wo ich einfach sage, warum das Brötchen nicht einfach weglegen und bewusst und achtsam sein und präsent und sagen, okay, wenn der Hunger wieder kommt, dann kann ich es ja einfach essen. Ich muss es ja nicht mir bis morgen aufheben oder übermorgen. Ich kann es ja einfach dann essen, wenn der Hunger wieder da ist. Und da ist ja auch das so ein bisschen, sich einfach das Präsent vor Augen zu führen, dass es ja gar nicht verboten ist oder ihr jetzt aufhören müsst, sondern ihr könnt sie einfach später wieder essen. Hier gibt es noch der richtige Umgang, wenn man mal keinen Hunger hat, sich nicht schlecht zu fühlen. Also hier bin ich einfach der Meinung, solange man das nicht unterdrückt oder bewusst ignoriert und sagt, ich will jetzt gar nicht essen oder so, oder ich ignoriere das jetzt und warte, bis ich wieder kann, bis der Hunger wieder weggeht. Vielleicht kennt ihr das mal, wenn ihr dann mal beschäftigt wart und dann geht der Hunger wieder so ein bisschen weg. Dann ist das ja gar kein Thema. Also ich merke das auch inzwischen an Tagen, an denen ich halt sehr viel sitze und sehr wenig Bewegung habe. Besser gesagt, habe ich auch deutlich weniger Hunger, das habe ich im letzten Vlog ja schon erzählt, und dann esse ich an den Tagen halt auch einfach deutlich weniger und dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen, denn es ist ja das, was euer Körper scheinbar in dem Moment braucht, und genauso wird es dann wieder Tage geben, an denen ihr aktiv seid, wo euer Hunger dann auch wieder größer ist als an den anderen Tagen, so merke ich das auf jeden Fall. So, was habe ich noch? Die habe ich schon beantwortet. Genau, ohne TV und Co. essen, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ich finde, wenn man dann eben isst, wenn man Hunger hat, dann sollte man sich auch darauf konzentrieren. Man sollte halt erstmal essen, was man wirklich, wirklich will. Und wenn man eben Hunger hat, und man sollte sich dann auch Zeit dafür nehmen, man sollte auch das Handy weglegen, man sollte sich das auch schön anrichten. Die Augen essen da so ein bisschen mit. Auch das wird in dem Buch von Josie Spinardi alles sehr schön erklärt. Wie gesagt, ich kann die beiden Intuitiv-Essen-Bücher da wirklich sehr empfehlen. Und zum Thema Fressattacken kann ich auch euch das Buch Brain Over Binge sehr empfehlen. Wie gesagt, alles ist verlinkt unten, könnt ihr einfach draufklicken. Und Angst vor Zunahme, da ist für mich so ein bisschen die Sache, dass man sich fragen muss, möchte ich mein Leben lang Probleme mit dem Essen haben oder möchte ich auch mal das Risiko eingehen, dass ich vielleicht einen Monat lang mal ein Kilo zunehme oder so. Denn wenn ihr wirklich auf euren Körper hört, dann wird das kein Thema sein mit dem intuitiven Essen. Da werdet ihr auch nicht 50 Kilo zunehmen, also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Ich habe durchs intuitive Essen 7 Kilo abgenommen und auch viele von euch haben genau dasselbe erlebt, wenn ihr dann wirklich auf euren Hunger hört und eben auch das emotionale Essen, die Fressattacken wegfallen, werdet ihr automatisch weniger essen und werdet euer Gewicht halten oder eher sogar abnehmen natürlich. Und deswegen finde ich ganz ehrlich das Risiko, dass man vielleicht am Anfang, weil ihr dann eben die ganzen Gelüste auslebt, die ihr euch jahrelang verboten habt, vielleicht ein Kilo mehr habt, das ist es wert. Ihr werdet so viel Lebensqualität zurückkommen und ihr werdet das ja auch wieder verlieren, weil ihr dann wieder eben zu einem Essverhalten zurücktendiert, wo ihr eben ausgewogen esst und so wie ihr Hunger habt und so wie ihr satt seid. Und deswegen, ja, finde ich, müsst ihr euch selbst fragen. Ich war bei mir genauso. Ich habe gesagt, so, mir reicht's. Ich will jetzt, egal wie ich aussehe, wie meine Figur ist, einfach nur ein besseres Essverhalten. Das war für mich wirklich so viel wichtiger als irgendwas Optisches, weil ich mir dachte, ich möchte Lebensqualität und ich möchte nicht, dass das Essen mein Leben bestimmt. Und wenn ich da am Anfang ein Kilo mehr wiege oder zwei oder drei, dann ist es so. Das wird schon so sein und das wird von selbst kommen. Und genauso war es auch. Ich hatte am Anfang zwar jetzt nicht unbedingt zugenommen beim intuitiven Essen, weil ich aber auch die ganzen Fressattacken nicht mehr hatte, die natürlich sowieso eher das Gewicht höher getrieben haben und dadurch, ja, aber ich habe auch sehr lange mein Gewicht dann einfach gehalten, gerade am Anfang, als ich natürlich dann einfach viel Süßigkeiten und so gegessen habe und Milchbrötchen und Butterkäsebrötchen. Und da würde ich einfach sagen, es gibt viel, viel Wichtigeres im Leben als ein Kilo mehr oder weniger und euer Essverhalten gibt euch so viel Lebensqualität zurück, wenn das in Ordnung ist. Und dann finde ich, diese Angst müsst ihr dann einfach überwinden. Ihr seid stark genug und am Ende kommt ihr damit vielleicht sogar eher zu eurer Traumfigur, so wie es bei mir war. So, zu guter Letzt noch die Frage, wie findest du nach Tagen wie Weihnachten in das intuitive Essen zurück? Ehrlich gesagt, fällt mir das gar nicht so schwer. Ich habe an Weihnachten auch ordentlich reingehauen und ich habe definitiv auch mehr gegessen, als ich Hunger hatte und auch wenn ich gar keinen Hunger hatte, schon gegessen. Aber ich sage mir dann auch immer selbst, und es gab ganz oft Phasen in den letzten 2 Jahren, in denen ich dachte, oh, ich habe die letzten 2 Wochen gar nicht intuitiv gegessen. Ich war total irgendwie abgelenkt oder habe dann gar nicht auf mich selbst gehört. Ich sage mir dann einfach wieder, hey, ist nicht schlimm.
ist ein neuer Tag, ich höre jetzt wieder mehr auf meinen Körper, ich warte jetzt wieder mehr ab, was mein Körper mir für Signale sendet und dann ja, suche mir vielleicht extra noch ein paar gute Gerichte raus, die ich mal ausprobieren will oder welche, die ich weiß, die schmecken mir super gut, damit ich dann eben auch vorbereitet bin, wenn der Hunger kommt, dass ich dann halt auch was Leckeres habe oder kochen kann. Und deswegen fällt mir das tatsächlich nicht ganz so schwer, weil ich mir einfach immer sage, hey, kein Ding. Ich werde jetzt einfach wieder mehr auf meinen Körper hören. Ich weiß ja, ich muss einfach nur auf die Signale hören. Und dann komme ich wieder zurück zum intuitiven Essen. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis man da wieder drin ist. Manchmal zwei Wochen. Manchmal ist es am halben Tag schon so, dass man denkt, oh krass, ich bin wieder voll drin. Und das ist, wie gesagt, ganz individuell. Stresst euch da auch nicht selbst. Das ist ja der Punkt. Das ist keine Diät, das ist kein Ziel, es gibt keine Regeln. Es ist einfach was, was ihr euer Leben lang anwenden könnt, um eben, egal ob ihr im All-You-Can-Eat-Buffet oder im Urlaub seid oder ob ihr auf eine Hochzeit hin euch fit sein wollt. Das ist was, das könnt ihr immer machen und es kann euch immer helfen und ist einfach ein tolles Werkzeug und eine tolle Art. Und ja, genau, ihr wisst ja, ich bin begeistert. Ich hoffe, ich konnte das meiste beantworten. Ich habe noch mal geschaut. Noch das Thema, hast du manchmal noch ein schlechtes Gewissen? Ich würde sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, nie. Aber das schlechte Gewissen ist so groß bei mir nur noch. Und ich denke mir dann einfach, in dem Moment wollte ich das halt, wie an Weihnachten jetzt oder auch an anderen Tagen, dass ich das halt wollte, dass ich mehr esse. Und ja, ist halt dann einfach so. Ich muss sagen, umso weniger Wert ich darauf lege, wie schmal meine Taille ist, umso schmaler wird sie. Es hört sich super ironisch an und vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, das nimmt halt auch einfach viel Druck raus und macht die ganze Sache irgendwie einfacher. Und dadurch habe ich automatisch dann weniger gegessen, weil ich halt mehr auf mein Hungergefühl gehört habe. Und deswegen, ja, ich habe definitiv ab und an noch ein schlechtes Gewissen, weil man ja einfach jahrelang geprimed war, manche Essen als schlecht anzusehen, leider. Oder was von der ganzen Wirtschaft und den Medien so vorgelebt bekommt, traurigerweise. Und ja, aber inzwischen bin ich da echt in der Lage, Gott sei Dank, das relativ schnell abzuschalten und mir zu denken, es ist halt Essen. Es ist kein schlechtes Essen, es ist kein gutes Essen, es ist einfach Essen. Das eine Essen macht mich halt länger satt, das andere Essen hat halt ein bisschen mehr Zucker als das andere. Ist halt einfach so. Also wie gesagt, diese Kategorien muss man auch einfach selber lernen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber das schafft ihr auf jeden Fall. Und ich hoffe, das Video ist nicht so ultra lang, ich glaube aber schon. Ich hoffe sehr, es hat euch geholfen und kommentiert gerne, wie ihr es fandet. Lasst einen Daumen hoch da. Wie gesagt, schaut euch die Bücher an, die ich empfohlen habe. Ich kann die sehr, sehr empfehlen. Und im Endeffekt liegt es an euch. Und ihr könnt das alle. Wenn ich das geschafft habe, aus diesem Zirkel rauszukommen, und ich war da echt tief, tief drin, 5, 6 Jahre lang, hat das mein Leben bestimmt, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch.